Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wieder mit mir, Daniel, und wie immer mit dem Markus. Ja, und es ist viel passiert. Ich bin aus der Babypause zurück. Babypause ist übrigens ein Wort, da müssen wir mal drüber reden. So eine richtige Pause ist das ja nicht, sondern eher, man lernt ganz, ganz, ganz viel. Meine großartige Frau und ich sind stolze Eltern eines kerngesunden Sohns geworden. Und das ist so die größte News aller Zeiten. Wir sind unendlich dankbar darüber. Wenn du mich in Person kennenlernen wirst, ich werde dir stundenlang Babygeschichten erzählen, ob du es willst oder nicht. Ansonsten, was ist noch passiert? Wir reden darüber, wie zwei Milliardäre sich ein Rennen in phallischen Objekten Richtung Weltall liefern. Robin Hood geht an die Börse, Gurkhal ist mittlerweile zu einem Unicorn geworden und Lilium ist ein fliegendes Auto, das dich vielleicht für 1,19 Euro zum Flughafen bringen kann. Die AAIA hat einen neuen Vorstand gewählt und der neue Präsident ist niemand geringerer als Niki Futter. Mutti Merkel hat mittlerweile begriffen, dass das Internet nicht nur wichtig ist, bleiben wird, sondern auch etwas ist, was man hands-on lernen sollte, indem sie das Studienfach für Gründergeist mit ins Leben gerufen hat. Ja, wir müssen über Trump reden, der Twitter geklont hat und das finden wir überhaupt nicht gut. Und zeitgleich ist es so, dass viele Menschen jetzt aus der Krise rauskommen und sich ein bisschen neu erfinden, was gut ist, was aber auch dazu führt, dass es einen echten Fachkräftemangel gegeben hat und die Kündigungszahlen nach oben gehen. Sam Altman von Y Combinator sagt, ich gebe jedem auf der Welt Geld, solange ich deine Iris scannen darf. Wir reden über den Entrepreneur of the Century, Marta Rimac, der mittlerweile nicht nur ein Bugatti kauft, sondern alle. Und wir sprechen darüber, wie US-Städte Sonnencreme für Asphalt testen. Wir haben eine Kategorie namens Tweet der Woche, die einmalig ins Leben gerufen wurde. Und wir haben wie immer einen großartigen Rockstar der Woche. Ich würde sagen, auf los geht's. Los. Ja, und los geht's mit den News und es ist tatsächlich ziemlich viel passiert. Freue mich, dass wir hier wieder reden können. Interesting Times, der grinst da. Und vielleicht bevor wir in den normalen News starten, persönliche News. Ich bin mittlerweile stolzer Papa geworden, was sensationell großartig ist. Unser kleiner Mann ist auf die Welt gekommen. Hört auf den Namen John, wer unser Podcast vielleicht länger als 20 Minuten zuhört, kann vielleicht erraten, nach wem der Kleine benannt worden ist. Nach dem großartigen JFK. Mama und Kind sind wohlauf und Papa ist mehr als beeindruckt. Ich glaube, ich habe es jedem mittlerweile in den letzten 2 Wochen erzählt, der es hören möchte und auch der es nicht hören möchte. Aber holy shit, meine Bewunderung für Frauen ist nochmal ums 1.100 Millionenfache gestiegen. Wow, ist einfach unglaublich. Wie großartig Frauen sind, was sie für Stärken haben, wie beeindruckend sie sind. Und allen voran meine Frau, holy shit, you are a rockstar. Des Jahres. So, das war unbiased. ist wirklich. Also ich glaube, im Sinne aller Future Weekly Hörer, Gratulation, Daniel. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich beeindruckend, wirklich toll. Und ja, es ist arg, wie sich Perspektiven aufs Leben ändern. Und Fun Fact ist, als überzeugter Unternehmer ist es interessant auch, wie sich plötzlich die Denkweise ändert. Also, dass man nicht mehr in Quartalen und Jahren denkt, sondern plötzlich sich denkt, in 9 Jahren ist der Kleine am Gymnasium. Bis dann muss das und das sein. Und dann ist er an der Uni. Bis dann und dann muss das sein. Das ist schon perspektivisch völlig anders. Und das ist großartig. Und es ist aber auch großartig, wenn man denkt, man hat sich gut vorbereitet auf so ein Thema. Und ich meine, ist ja nicht so, dass wir da so quasi über Nacht einfach mal zufällig, sondern absolutes Wunschkind. Und trotzdem, es sind so viele Dinge, die man lernt und auch, was wirklich krass ist, dass man einfach Basics nicht kennt und die erlernen muss. Also die werdenden Eltern oder die schon Eltern geworden sind, die wissen wahrscheinlich ganz genau, was ich meine. Ob das Schlafzyklen sind, ob es bedeutet, wenn man zum Beispiel Windeln wechselt, dass man einfach mal ein bisschen wartet, bevor man die Windel entfernt. Weil da vielleicht einfach der kleine Mann dann die Freiheit dann doch zu sehr genießt und dann gleich nachlegt. Alles gelernt, aber ja, ist ja nicht der Windel-Podcast, aber trotzdem, wow, viel gelernt, sehr, sehr viel gelernt. Ah, schön. Ja, das ist ein Kind, kann ich nur empfehlen.
macht es, tut es. Und in dem Sinne freue ich mich drauf, wenn ich mal ein bisschen verschlafen aussehen werde in den nächsten Wochen. Es hat einen extrem guten Grund. und, aber auch einfach, weil es heiß ist. Es ist richtig heiß, oder Markus? Ja, es ist schweißtreibend heiß. Mhm. Schweißtreibend heiß, das stimmt. Wer allerdings auch schwitzt zurzeit und jetzt kommt wieder eine brachiale Überleitung, könnte ich mir vorstellen, sind die Kollegen Bezos und Branson. Denn die beiden machen das, was, ja, ich denke, reiche, ältere Milliardäre denn so tun. Die liefern sich gerade ein Rennen, wer als erster von den beiden ins All fliegt. Das ist schon ganz cool, oder? Ja, also es hat schon etwas von so Three-Quarter-Life-Crisis, aber andererseits treibt das sicher auch, sage ich mal, die Entwicklung in diese Richtung an, dass da die persönlichen Egos auch mitspielen und dass das auch durchaus ein Wink mit dem Zaunpfahl ist da von Richard Branson, der jetzt sagt, okay, wenn Jeff Bezos am 20. Juli, glaube ich, ins All fliegt, dann ziehen wir unseren ersten Flug mit ihm auf den 11. Juli vor, sodass wir auch wirklich die Ersten sind, die da quasi einen touristischen Flug ins All auch tatsächlich umsetzen. Schon gut. Man darf das schon auch nicht unterschätzen, dass das ist kein unsignifikantes Risiko. Also da sind wir schon in Sphären von, also es ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon gut getestet und so weiter, aber ich gehe schon davon aus, dass da im niedrigen einstelligen Prozentbereich wahrscheinlich die Chance ist, dass das Ding nicht funktioniert und das endet dann halt sehr schnell auch tödlich. Insofern, es ist eine Einschätzung, die ich teile. Also ich find's extrem spannend. Ich finde es interessant. Zunächst einmal habe ich eine sehr interessante Einschätzung dazu gelesen. Jemand hat geschrieben, wenn sich zwei Milliardäre ein Space Race liefern, heißt es, dass sie einfach nicht richtig besteuert werden. Ich habe gedacht, okay, harte Ansage, aber stimmt. Nein, ich meine, es ist sicherlich kein triviales Unterfangen. Ich glaube, da würde ich auch ordentlich schwitzen. Auch spannend, dass Branson den Start vorverlegt. Und sind wir uns ehrlich, die werden ja sowieso knackige Timelines haben. Und wenn der plötzlich seinen Ingenieuren und Ingenieurinnen sagt, wir machen das jetzt ein paar Tage früher, dann werden bestimmt auch irgendwo, wie man so auf Englisch sagt, you're cutting corners. Das ist schon, da merkt man auch, was das für ein Ego-Thema ist. Und ja, man darf gespannt sein. Ich meine, vielleicht bin ich auch zu infantil, aber hast du dir Bezos-Rakete ein bisschen näher angesehen, so vom Design? Nein, ich nicht. Also, wenn du Lust hast, während wir jetzt reden, google mal kurz Bezos Rakete. Das Ding, ja, wie sage ich das? Das Ding ist ein fliegender Penis. Das ist wirklich... Ein Phallus-Symbol, ja? Ein fliegendes Phallus-Symbol, wo man sagt, hey, läuft bei dir. Läuft bei dir, mein Freund. Wir verstehen dich. Möchtest du in den Arm genommen werden? Wenn man so einen überdimensionierten Penis baut und dann ab in den Space ballert, das ist schon okay. Mit einem Bruder und einer 82-Jährigen. Man sagt, ich don't know. Aber man muss schon sagen, das Ganze hat schon in einer Welt der Memes und der Meme-Stocks und so weiter, hat das Ganze, glaube ich, durchaus auch wirtschaftliche Hintergründe. Also Virgin Galactic, die Firma von Richard Branson, ist an der Börse auch gleich mal, ich glaube, um 20% oder so gestiegen. Nach dem Announcement, dass man diesen Start jetzt auch quasi wirklich am 11. Juli vornimmt mit dem Richard Branson. Ja. Und das sind halt auch die zwei Companies, die sich in diesem Space-Tourism-Bereich duellieren. Der Elon mit SpaceX geht ja eher auf die logistische Perspektive, wo sicher viel mehr Geld auch liegt, aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen weniger Public Interest. Mhm. Schau dir mal die Rakete an. Schon gesehen? Nein. Ich dachte, es geht an unsere Hörer. Ja, die auch, aber du auch. Also Jeff Bezos Rakete, ja. Ja, ja, Bezos Rocket. Und du findest es. Es ist ein fliegender Penis. Ja, naja. Nein, aber schau, ich finde das toll. Ich finde das cool und wahrscheinlich hat ihm das noch keiner gesagt und keiner traut sich. Like, what are you gonna tell him it's a flying penis? Don't mention it. Glaubst du wirklich? Ich glaube, das ist bewusst.
Glaubst du? Das ist berechnend, weil er genau weiß, das wird dann bestimmt auch viral gehen und Leute, wenn sie darüber lustig machen, das gibt dem Ganzen wieder Aufmerksamkeit. Ich glaube, Jeff Bezos ist ein schwer strategischer Mann, der alles in diese Richtung auch berechnet. Ja, dann ist er aber noch lustiger, als ich denke. Das ist wirklich eine Three-Quarter-Life-Crisis vom Feinsten. Aber gut, ich meine, kann passieren. Wenn man so viel Kohle hat, dann ist das gut. Wer weiß, ich meine, vielleicht kommen ja auch die Gründer und Gründerinnen von Robinhood genau auf diese Idee. Denn die gehen jetzt gerade an die Börse, wo man bekanntlich auch ein paar Euro einsammelt. Und das ist schon spannend, dass Robinhood an die Börse geht mit dem, was Robinhood so tut. Magst du uns ein bisschen dazu erzählen? Durchaus natürlich durch den letztjährigen Hype getrieben und auch die letztjährigen Skandale getrieben, die viel mediale Aufmerksamkeit geschaffen haben, steht da gerade im letzten Jahr ein massives Wachstum da, was man jetzt wahrscheinlich halt auch in eine Kapitalisierung übersetzen will und deshalb sicher der schnelle Schritt jetzt an die Börse. Ganz interessant ist ja Robin Hood quasi auch mit der Mission gestartet, die Finanzmärkte zu demokratisieren und besser zugänglich zu machen. Es ist so, dass sie jetzt bei dem IPO auch ganz bewusst 20-35% auf die Seite legen für Retail-Investoren und nicht quasi nur den Institutionellen überlassen, was dann normalerweise dafür sorgt, dass die dann meistens zu einem bisschen besseren Preis schon einkaufen können, während halt dann der Retail-Investor erst später für diesen Pop auch sorgt und dementsprechend durchaus auch, sage ich mal, ein Schritt hier auf die breite Masse zu im Sinne der Mission. Gleichzeitig haben wir natürlich auch schon oft über die kritischen Perspektiven zu Robinhood gesprochen und dass das Ganze natürlich in irgendeiner Form auch Börsen zu Casinos macht und ganz bewusst auch anregt, dass Leute da in hochspekulative Assets reingehen. Das sieht man durchaus auch, wenn man sich jetzt die Finanzzahlen anschaut, dass halt, wenn jemand ganz normal langfristig mit Aktien dort handelt, dann macht quasi Robinhood 0,2% Umsatz mit den Umsätzen von den Usern. Wenn die mit Krypto agieren, dann sind es 1,2%. Also immer noch relativ moderat. Und wenn das Ganze dann halt so in Derivate und Optionen geht, also diese wirklich hochspekulativen Hebelassets, dann machen sie 9,5%. Also es ist schon intern für die Company auch ein klarer Anreiz, dass man viele User auch dazu bringt, in solche Assets zu investieren. Und diesen, sage ich mal, jetzt auch Trade-off, diesen internen Konflikt, den sie da haben, der sich auftun wird, meines Erachtens, weil damit einhergeht natürlich auch eine gewisse Gefahr. Es gab im letzten Jahr einen Selbstmord von jemandem, der aufgrund einer falschen Annahme sich dann umgebracht hat, weil gestanden ist, dass er 700.000 Euro oder 700.000 Dollar verloren hat. Es ist schon ein schwieriges Feld. Was ich so interessant finde, ist, ich meine, klar, für die ist natürlich das Schlimmste, wenn du einfach kaufst und hältst, wie du gerade sagst. Und das heißt aber, in Wahrheit wird ihre ganze Engine darauf fokussiert sein, dich immer nochmal anzustacheln, nochmal zu kaufen, nochmal zu verkaufen, dieses typische FOMO zu generieren. Und eigentlich, und ich meine, ich muss dazu sagen, Disclaimer, ich verstehe wirklich extrem wenig von dem ganzen Thema. Aber was mir immer am besten gefallen hat, sind die Aussagen, dass die wirklich Geld an der Börse verdienen, sind die es kaufen und halten. Und da gibt es wunderbare Studien, die sagen, hättest du vor 10 Jahren mit demselben Budget gekauft und gehalten? Oder gekauft, getradet, dass du wahrscheinlich mit Kaufen und Halten mehr verdienst und vor allen Dingen auch stressfreier verdienst. Und das ist etwas, was in meinem Hinterkopf sitzt. Ich weiß, da sind ein paar von euch draußen, die sagen, nein, totaler Blödsinn. Verstehe ich. Ihr habt wirklich Ahnung von dem, was ihr macht. Habt wahrscheinlich 48 Bildschirme zu Hause und wisst alles über technische Analysen, wovon ich absolut Nüsse verstehe. Aber wahrscheinlich auch die meisten Robinhood-Kunden und Kundinnen wohl auch nicht. Und das ist dann natürlich schon ein schwieriges Thema, wenn man sagt, klar, je mehr du tradest, desto mehr verdienen die. Und ihre Zielgruppe sind eben nicht die hochprofessionell mit 48 Screens. Tricky. Die Frage ist halt auch, wie sich das langfristig dann verhält. Ja. Weil du hast natürlich den Aspekt, kurzfristig machst du mit solchen Kunden viel mehr Profit und viel mehr Umsatz. Gleichzeitig, ich bin mir sicher,
wenn Leute halt sich dann die Finger verbrennen mit solchen Hochrisiko-Investments, von denen sie oft halt noch keine Ahnung haben, dass die sehr schnell auch wieder weg sind. Und das kann man jetzt durchaus auch sagen, das ist ein, wieder mal auf Unternehmensführungsebene ein Konflikt, Long-Term versus Short-Term, weil kurzfristig ist natürlich gut, wenn man am Kunden viel verdient, aber langfristig wäre es natürlich besser, wenn der Kunde auch happy ist und sage ich jetzt mal auch gut verdient. Und da ist wahrscheinlich die Chance größer, wenn man sie eher in Buy-and-Hold-Investoren, sage ich mal, auch entwickelt. Also während bisher wahrscheinlich die Strategie von Robin Hood auch ganz bewusst war, in Richtung Börsengang, in Richtung einmal Leute für das alles begeistern. Wir schauen, dass die viel ausprobieren und natürlich auch viel Umsatz machen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass intern jetzt schon die Diskussion geführt wird, ist es jetzt unser Ziel, die Leute auch, na klar, langfristig zu halten und wie schaffen wir das? Ist es überdenkbar? Ja, das Spannende ist natürlich, wenn du einen Börsengang vorbereitest, wirst du wahrscheinlich gewisse Metriken haben, die du besonders sexy findest und dich bemühst, dass diese Metriken noch mal ein bisschen hübscher sind. Spannend. Spannend zu sehen, ob und wie die sich shiften nach dem Börsengang. Weil wahrscheinlich werden sie davor jetzt wirklich viel Nudging betrieben haben, um genau diese Interaktionen voranzutreiben. Ist doch ein bisschen eklig, oder? Ja, also das ist halt mit Nudging immer so eine Sache. Ja. Das ist natürlich irgendwie auch eine Manipulation von Menschen und die kann man für sehr gute Dinge einsetzen, aber auch für sehr gefährliche Dinge. Und das ist sicher eine Gratwanderung hier. Für mich ist vielleicht als letzter Satz zu dem Thema, was ich gelernt habe in den letzten paar Jahren. Also ich finde das Thema, wie gesagt, Börse und Krypto und Co. extrem spannend. Bin da auch wirklich sicherlich täglich damit, dass ich mich damit beschäftige. Und mein größtes Learning ist FOMO. Lass bloß keine FOMO an dich ankommen. Und das absolut beste Learning. Und natürlich, wenn du ein smartes Nudging hast, die dir jetzt genau vermitteln, wenn du jetzt nicht zuschlägst und jetzt sind die Zahlen gut und jetzt musst du, hast böse. Und ich glaube, und dann habe ich noch was Schönes gelesen, na klar, wenn du natürlich ein Profi-Investor bist und das deine 100 Positionen, 500 Positionen, schieß mich tot, am besten noch das Geld von anderen, dass du natürlich wesentlich aggressiver investierst, als wenn du dein Sparschwein geschlachtet hast und alles auf Aktie XYZ gesetzt hast, dann wirst du halt nie aggressiv reagieren. Und das ist natürlich dann auch self-fulfilling prophecy. Klar. Anyway, das ist das eine Thema, die eingehen an die Börse. Die anderen haben das vielleicht noch vor sich, denn deine Freunde von Gürkal, beziehungsweise deren Mutter, wenn man so möchte, sind jetzt auch zum Unicorn geworden. Die haben 100 Millionen Euro aufgestellt. Und das ist schon mal ganz beeindruckend. Und wir sehen eigentlich, wenn wir uns ein bisschen die Zahlen anschauen, dass gerade das Thema Grocery, Delivery, das ist it's here to stay, wenn man so möchte. Das ist jetzt durch die Pandemie nicht einfach raufgeschwappt und weg, sondern das dürfte die Konsumentinnen und Konsumenten ja nachhaltig beeindruckt haben, wenn man so möchte. Allen voran, meinen geschätzten Podcast-Kollegen, Markus. Weil wir haben uns gestern kurz getroffen und ein bisschen geplaudert und du hast mir erzählt, du warst bis jetzt noch immer nicht in einem Supermarkt. Naja, irgendwann halt mal eine Kleinigkeit kaufen schon, aber so der tatsächliche Lebensmitteleinkauf fürs Kühlschrank auffüllen, den mache ich tatsächlich seit jetzt bald 1,5 Jahren nur mehr online. Und zuerst mit viel Fluchen bei den klassischen Lebensmittelhandel und mittlerweile eigentlich hauptsächlich bei Gurkal und bin da auch eigentlich ziemlich zufrieden. Hast du da eigentlich so ein, ich muss dich kurz was fragen, hast du eigentlich so ein Recurring Set, dass du einfach jeden Freitag bestellst und dich gar nicht drum kümmerst oder setzt du dich jedes Mal neu hin? Ich setze mich schon hin, weil ich auch nicht, ich bestelle eher so alle 5 Tage, glaube ich. Also es ist jetzt nicht wirklich einmal die Woche, weil halt dann das Gemüse frischer ist. Du hast halt dort dann Favoriten und da klickst du halt dann. Also das dauert 10 Minuten, schätze ich, so eine Bestellung. Versus, ich schätze insgesamt mit hinfahren und so weiter, 1 Stunde, die normalerweise draufgehen würde, wenn man physisch und diese 50 Minuten sind mir schon was wert. Was mir noch immer ein Rätsel ist, aber ist, wie du es mit Obst und Gemüse machst und diesem haptischen Erlebnis, dieses Anfassen, das Riechen. Zum Beispiel für mich Tomaten, die müssen irgendwie riechen und wenn sie durch eine FFP2-Maske schon riechen, dann sind die wahrscheinlich verdammt gut. Ja, da bin ich relativ, also ich mag natürlich nicht, wenn das Gemüse dann schlecht ist oder weich oder was auch immer halt in irgendeiner Form. Nicht hochqualitativ, aber
da habe ich schon auch bei Google die Entwicklung gesehen, dass sie nach und nach halt Lieferanten gefunden haben, die wirklich top Lebensmittel auch. Also die haben halt dann beim Brot haben sie zum Beispiel das Öffelbrot. Die haben wir ja auch am Sonntag als Deep Dive Gast, also da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Sie haben von einem Biobauern das Gemüse, das auch wirklich top ist. Ist auch ein bisschen teuer, glaube ich, im Vergleich zu dem, was man bekommt halt im normalen Lebensmittelhandel, aber ist aus meiner Perspektive wert. Und das ist halt, wo ich auch das Gefühl habe, okay, dadurch, dass ich jetzt online bestelle, tatsächlich auch kriege ich bessere Qualität bei den Lebensmitteln. Spannend. Und das, wie du richtig sagst, es gibt auch ein paar schöne Charts, die mittlerweile zeigen, dass eben der Lebensmittelhandel scheinbar nachhaltig sich verändert, wo man sieht, okay, durch den Lockdown ist man damals halt, hat ein starkes Wachstum gesehen, wie viele Leute online bei allen Sachen bestellen. Und während aber jetzt bei Kleidung und anderen ja, Goods das Ganze wieder relativ auf den Normalzustand runtergegangen ist, schon ein bisschen höher, aber weit weg vom Plateau ist es bei den Lebensmitteln eigentlich relativ konstant oben geblieben. Und das ist natürlich schon spannend. Das ist auch ein Grund, warum der Markt jetzt gerade so aufheizt. Ich meine, das Interessante ist, man muss ja auch sagen, selbst, also bei uns ist es auch so, wir bestellen regelmäßig Lebensmittel, aber eben so eher die nicht so aufregenden, also damit meine ich zum Beispiel Pasta oder Getränke und all diese Dinge, die man einfach problemlos bestellen kann. Frisches Obst und Gemüse kaufen wir noch immer in Shops, weil wir es einfach riechen wollen, anfassen wollen. Ich möchte auf den Melonen trommeln. Ich trommel dann immer wie so ein Irrer auf den Melonen rum, bis sie den Klang haben, den ich möchte. Und dann ist es die richtige Melone, Wassermelone. Meine Frau und der Hund lieben Wassermelonen. Und selbst der Kleine im Bauch, sobald meine Frau Wassermelone gegessen hat, hat er angefangen zu tanzen. Ja, bin ich gespannt, wenn man das auch noch schafft, in irgendeiner Form das auch noch digital abzubilden. Weil ganz ehrlich, ich fühle mich nicht wohl in Supermärkten. Ich mag das nicht. Mir macht das auch keinen Spaß. Ich finde das wahnsinnig anstrengend. Und auch das Tragen ist auch nicht immer das Lustigste, versus eine Bestellung, die es einem bis zur Haustür bringt. Das ist schon richtig cool. Und es wird bleiben. Und was ich auch noch sagen muss, was ich halt wirklich gut finde, ist, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Dinge, die ich bestelle, dann auch wirklich da sind. Ich finde, eine der nervigsten Geschichten im Supermarkt ist, wenn ich dann etwas kaufen will und es gibt es dann nicht. Dann muss ich in den nächsten Supermarkt und hoffen, dass es es dort gibt. Also da gibt es schon viele Vorteile und sieht man auch jetzt gerade ein sehr gehyptes Startup in Großbritannien. Die probieren da wiederum so einen Mittelweg zwischen Kochabo und, oder wie heißt das jetzt, nicht mehr Kochabo, sondern Fresh, HelloFresh, genau heißt, und dem normalen Grocery Delivery zu machen, wo sie sagen, okay, es ist nicht so, dass du ein Abo abschließen musst und das kommt dann einmal in der Woche, sondern es geht eher in die Richtung, du kannst wirklich dir Rezepte zusammenstellen, die du kaufen willst. Die heißen Lollipop AI. Und werden auch gerade ziemlich gehypt. Sehr spannend. Worauf ich ja gespannt bin, ist noch so ein bisschen, wie sich das Ganze regional durchsetzt, regional und demografisch. Das Lustige ist, wir beide sind ja eher jung, gut gebildet und urban. Und in Wahrheit ist im Umfeld meiner Wohnung, in der ich gerade aufnehme, sind tatsächlich, man darf es fast gar nicht laut sagen, es sind 5 Supermärkte in 4, 5 Minuten Umfeld zu Fuß. Fantastisch. Also großartige Nahversorgung. Ich wäre neugierig, wie sich das natürlich genau in den Bereichen durchsetzt, wo das natürlich noch weniger ist, wo das noch mal besser ist. Habe ich noch keine brauchbaren Charts Andererseits gefunden. glaube ich, dass dort die persönliche Beziehung auch zu den Verkäufern und sage ich mal auch zu, also da ist glaube ich schon die Community auch noch mal ein bisschen enger, während du halt in der Stadt immer dieses extrem Anonyme hast. Also ich hatte jetzt nie, um ehrlich zu sein, mit den Menschen an der Wursttheke im Villa eine persönliche Beziehung aufgebaut. Das lag auch daran, dass ich oft enttäuscht wurde bezüglich der Qualität des No, Schnitts. no, Aber Markus. ja. Eine Geschichte voller Enttäuschung. Der Schnitt Ja, passte nicht. tatsächlich.
Markus. Ja, ich habe mich schon oft genug hier über Zentimeter dicke Prosciutto-Scheiben aufgeregt. Also das braucht man nicht noch einmal exerzieren. Weißt du, was lustig ist? Bei meinem Gourmetspar im 9. ist ein Verkäufer in der Obstabteilung, der ist der netteste Mann ever. Der freut sich, wenn er meine Frau und mich aber sieht. Schaut, ja, das gibt's. Deswegen gehst du auch gerne hin, oder? Ja. Das ist ja genau das. Also ich glaube, das ist, wie sich der stationäre Lebensmittelhandel erhalten wird können, durch exzellentes Customer Service und halt auch einfach persönliche Beziehungen zu den Kunden. Das gilt für jeden stationären Handel, nicht nur für den Lebensmittelhandel. Also das, glaube ich, muss jeder, der den Drang zu online überleben will, der muss das als erste Priorität setzen. Und das ist, glaube ich, so das Endergebnis. Also einfach Qualität, Experience, Convenience, das sind so die Dinge. Und wenn du unfreundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast und einfach eine sehr schlechte Experience, dann denkt man sich, ich habe keinen Bock mehr, das anzutun. Versus, wenn man hingeht, die Personen sind nett, freundlich, lächeln. Und du spürst auch, welche LEHs, welche Lebensmitteleinzelhändler tatsächlich auch genau das auch ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit auf den Weg geben. Und dann gibt es bestimmt auch Filialen, die sind so großartig, dass man sich denkt, die sind zwar richtig weit weg, aber ich springe einfach mal eben ins Flugtaxi, um mir dort die beste Wassermelone zu kaufen. Es klingt nach Zukunft, aber in Wahrheit ist das schon quasi um die Ecke, denn Lilium sagt, sie wollen für ihr Flugtaxi nur 1,16 Euro pro Kilometer verlangen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2023, 2024 könnte das die Realität werden. Heißt aber in Wahrheit, dass das eine sehr, sehr, sehr spannende Art und Weise sein wird, um genauso diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Mittel- bis Kurzstrecke zu überbrücken, genau diese 50 oder 100 Kilometer Strecken, um zum Beispiel sehr schnell zu Flughäfen zu kommen. Und das macht natürlich dann gerade mit den Städten etwas. Und das finde ich extrem spannend, wenn man sagt, man wohnt noch immer im Umkreis von einem Flughafen. Bei mir ist zum Beispiel immer auch vor Lockdown, fand ich schon gut in Wien, dass man innerhalb von einer halben Stunde am Flughafen ist. Jetzt angenommen, es gäbe so etwas und angenommen, man sagt, ja gut, ich wohne halt außerhalb, deswegen habe ich so und so viel mehr zur Verfügung, wahrscheinlich auch weniger Kosten. Dafür, wenn ich dann alle zwei Wochen zum Flughafen muss, lasse ich mir ein Flugtaxi kommen. Hey, gar nicht mal so uncool. Gar nicht mal so uncool, muss ich sagen. Was denkst du? Ja, wie du richtig sagst, ist es natürlich immer noch ein bisschen weg. Wie das Ganze dann tatsächlich in der Praxis funktioniert, wird sich zeigen, aber das Pricing, das jetzt quasi auch im Rahmen, weil die gehen über einen Spec in New York, glaube ich, an die Börse und haben halt da auch quasi im Vorhinein so Pläne veröffentlicht, wie das Ganze ausschauen wird. Und das ist ein sehr kompetitives Pricing, weil damit kommst du an und für sich schon in die Sphären, die normale Taxis derzeit auch verlangen. Und so ein elektronisches Flugtaxi ist natürlich da eine sehr attraktive Alternative. Spannend natürlich, was das dann alles auch an zusätzlicher Infrastruktur etc. erfordert. Also wie ist das, wenn es dann halt wirklich mal viele Flugtaxis gibt? Fliegen die dann alle in unterschiedlichen Höhen oder welche Verkehrsregeln gibt es da? Also all das, glaube ich, wird jetzt ein super spannendes Feld, was sich entwickeln wird. Aber das ist schon recht weit fortgeschritten und ich glaube, da wird sich in den nächsten, ja, 5 Jahren unglaublich viel tun. Ich glaube, da wird auch dieser Markt halt, also ich glaube, da wird jetzt nicht die zwei Player, die es derzeit gibt, werden nicht die einzigen bleiben. Ich glaube, da werden jetzt auch einige neue gestartet werden und ich glaube, da wird auch ein, das könnte durchaus, sage ich mal, jetzt hatten wir die Scooter-Startups, dann haben wir jetzt Grocery Delivery. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Flugtaxis einen ähnlichen Hype auch auslösen wird, wo jeder VC, jeder große VC sagt, okay, er muss bei irgendeinem von diesen Dingen dabei sein, weil das halt auch seine Geldgeber fordern und wollen. Glaube ich auch. Und here's the thing. Natürlich klingt das jetzt erstmal, ja, es ist gar nicht mal so, es ist durchaus kompetitiv, aber andererseits sagt man, ja, es ist aber auch viel Geld, bla bla bla, wer braucht denn sowas? Naja, genau die es am Anfang nutzen. Und dadurch wird ein Preis weiter runtergetrieben, eine Infrastruktur geschaffen. Und dann macht das plötzlich auch nochmal für einen breiteren Einsatz Sinn. Man darf jetzt natürlich nicht unbedingt an Wien denken, wo man City Airport Train vor der Nase hat und die Car2Go-Flotte und einen wirklich großartigen Flughafen, der super positioniert ist, wenn man, wie gesagt, in Wien, egal wo man wohnt, halbe Stunde, 40 Minuten. Man stelle sich jetzt zum Beispiel London vor oder man stelle sich New York. Ich meine, meine Güte, ich meine, jedes Mal, wenn ich in New York war, das Hin und Zurück zum JFK Airport ist ein Albtraum. Ich meine, es ist ein Albtraum. Du weißt nicht, ob es jetzt
40 Minuten dauert oder 2 Stunden. Du weißt nicht, was die Taxi, du kannst ein Uber nehmen, okay, aber es ist ein Drama und entsprechend bist du dann Stunden vorher am Flughafen oder kommst mit Magengeschwür in der letzten Sekunde an. Und angenommen, man sagt, dann gibt es da tatsächlich eine Alternative, die Planbarkeit mit sich bringt und wahrscheinlich auch nicht 2 Stunden dauert, sondern ich habe keine Ahnung, aber vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten. Wenn man das dann einfach ökonomisch betrachtet, wird es genug Leute geben, die sagen, hey, dafür zahle ich gerne. Und je mehr etwas nutzen, desto weiter werden die Kosten runtergetrieben. Das ist schon cool. Also ich meine, es nutzen ja auch genug Leute immer noch Taxis, um in Wien zum Flughafen zu kommen. Und ich schätze, was wird es denn sein? 50, 30, 45. 40 Kilometer oder so irgendwas. Und dann zahlst du 50 oder 50, also das ist genau das gleiche Pricing. Also da zahlst du entweder im Taxi deine 50 Euro, um potenziell im Stau zu stehen, oder du zahlst und fährst eine halbe Stunde. Und mit Lilium fährst du 10, oder fliegst du in dem Fall 10 Minuten und zahlst den gleichen Preis und hast keine. Also, wenn das so kommt, dann ist das ein extrem kompetitives Angebot. Freue ich mich drauf, würde ich sofort nutzen. Ich wäre nur gespannt, wie es dann natürlich in Städten sich verhält mit Landeplätzen. Klar, aber das wird man alles rausfinden. Good point. Ich denke, da gibt es sicher smarte Lösungen. Da kann man einfach ein paar Fußballfelder umfunktionieren. Fertig, brauche eh kein Mensch. Wer schaut denn schon Fußball? Stimmt. Aber auch, es ist ja auch dieses Gott, ja, stimmt. Ja, Fußball. War ein bisschen frustrierend. Aber kannst du dich noch an dieses, ja, es ist für dich die Engländer natürlich böse, oder? Ach, schrecklich. Ja, ich meine, ich muss ja sagen, mein Herz schlägt ja dann immer auch so ein Stückchen für Österreich mit, dann natürlich für Deutschland. Irland hat es gar nicht so weit geschafft. Men's WM ist auch für Kolumbien. Und jetzt sind halt nicht mehr so viele übrig. Aber Daniel, also aus einer österreichischen Perspektive war das die beste EM, seit die es jemals gab. Ja, selbstverständlich. Das ist die nüchterne österreichische Perspektive. Erstmals über die erste Runde hinweggekommen. Ich fand das cool. Das Einzige, was ich halt immer so krass finde, ist, wenn du im ORF schaust und du hast dann plötzlich den Kommentator, der ist auf 180, die Fans schreien, alle sind glücklich, bam, und dann wird zurück ins Studio gegeben und hast du Prohaska. Und Nelich. Und die beiden, die lösen immer Depressionen in mir aus. Es ist so dieses Stimmungshigh. Und dann geht es zurück und so, ja, prinzipiell war das ganz gut. Und ich so, Alter, was ist das? Bisschen Energie. Ja, es war gut. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Diesen energetischen Tritt an den Kopf. Ist auch schon ein Original geworden. Das ist er. Schneckerl. Ja. Schuckst sehr österreichisch. Aber du weißt, was ich meine, die Energie ist halt immer wirklich von 180 auf 0, wenn es ins Studio zurückgeht. Ja, also das wird, glaube ich, schon auch diesbezüglich dann ausgewählt, dass das ein guter Fit mit den bestehenden Kräften in diesem Studio ist, oder? Also das hast du so schön gesagt. Ja. Ein guter Fit mit den bestehenden Kräften im Studio. Wenn du es Prohaska so sagt er, joa. Ja. Prinzipiell. Spaß. Ich habe gestern diskutiert, ob Arnautovic schon mal ein Fernsehexperte werden wird oder ob sie das lieber nicht machen. Arnautovic? Ich zerpiep deine Mutter. Piep. Genau. Wirklich? Den würde ich mir sogar anhören. Den finde ich gut. Ja, Arnautovic. Andererseits hast du wahrscheinlich einmal die Woche irgendeinen Skandal. Ja, ist einer der großen Dichter und Denker dieser Zeit. Muss man so sagen. So ist es. Ich würde dem sein Leben kaufen, ja, und dann, na, Spaß. Aber ich muss sagen, in der Formel 1 gibt es ja viele große Talente, die machen das alle gut. Das kompensiert dann wieder. Ja, jetzt weiß ich nun gar nicht, wie wir da die Überleitung hinbekommen. Machen wir es einfach wirklich kurz und knackig. Wir bleiben in Österreich. Dankeschön. Wir bleiben in Österreich. Die AIA wählt einen neuen Vorstand. So, die AIA hat einen neuen Vorstand und Niki Futter ist der neue Präsident. Es ist ein Zeitenwechsel, ein Zeitenwandel. Denn Hansi Hansmann geht von Bord und Niki Futter wird der neue Präsident. Spannend. Und dazu eigentlich ein fast komplett neues Board, wenn man so möchte. Das ist eine Ansage. Sicher das Ende einer Ära. Ich glaube, der Hansi hat die Organisation schon sehr stark auch geprägt in den letzten Jahren und sehr stark, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass sie so stark auch gewachsen ist und eine so zentrale Rolle im Ökosystem eingenommen hat. Und andererseits war da sicher auch die Lisa sehr stark beteiligt, die ja jetzt Vizepräsidentin geworden ist, neben dem Niki. Also glaube ich auch ein,
eine schöne Übergabe hier an die nächste Generation des AIA-Vorstands. Wie du richtig gesagt hast, auch sonst einige neue Gesichter. Durchaus vielversprechend, glaube ich. Da ist viel Bewegung jetzt drin und das kann natürlich auch auf politischer Seite einiges bewirken. Also ich habe da durchaus positive Erwartungen. Ja, ich auch. Also ich bin einfach neugierig und ich finde es spannend, dass das passiert ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass Hansi von Bord geht, ist irgendwie wirklich das Ende einer Ära, weil Hansi ist ja eigentlich das Synonym für Angel in Österreich geworden. Er ist einer der wenigen, die man nur beim Vornamen nennen muss und jeder weiß, wer es ist. Ich glaube, das ist eine Handvoll von Personen, da gehört er dazu. Zeigt euch, dass der Niki dann in seine Fußstapfen tritt, finde ich extrem spannend. Ist jemand, den wir beide, glaube ich, auch sehr schätzen. Man darf sehr, sehr gespannt sein, was da jetzt auch alles kommt. Und zeigt euch natürlich auch, wie gesagt, das komplette andere Board. Auch Markus Lang von Speed Invest ist dabei. Auch sehr spannend, dass sich da eigentlich auch jemand, der quasi das Investieren von der Pike auf an gelernt hat, reinkommt und auch Lisa, quasi die mit dem Thema groß geworden sind. Finde ich super spannend. Ich bin neugierig. Viele unterschiedliche Perspektiven sind drin. Also mit dem Markus Lang jetzt quasi die Venture-Fonds-Perspektive auch. Dann haben wir mit dem Gernot Singer einen Gründer, der jetzt relativ frisch auch quasi Angel Investments macht. Das ist auch, glaube ich, cool. Sehr aktiv. Dass man sagt, okay, macht, ja. Hier auch bewusst diese Perspektive reinholt. Anders als die Christiane Holzinger, die von der jungen Wirtschaft kommt. Also ein sehr diverses Board. Und Karin Kreuzer natürlich kam Storm. Ja. Genau. Wo auch quasi die Erfahrung, also die Karin ist ja sowohl Business Angel als auch jetzt eben bei Calmstorm. Das heißt, da glaube ich, haben wir jetzt schon eine sehr interessante Zusammenstellung an Perspektiven im Board und wird spannend auch, wie sich das dann in den tatsächlichen Entwicklungen auch widerspiegelt, die wir in den nächsten Monaten dann vielleicht auch sehen. Was ich ja auch spannend finde, nur ein Gedanke daran ist natürlich, dass Lisa da als Vizepräsidentin dabei ist und natürlich Lisa, die auch mit der großartigen Nina Wöss ja auch immer viel zusammen macht, die ihres Zeichens wiederum bei der AFCO mittlerweile federführend ist. Ich bin gespannt, was das einfach so bringt. Und das ist einfach eine junge Garde, die da rangeführt werden. Finde ich gut, begleitet von sehr erfahrenen Personen. Da wird hoffentlich viel Änderung auf uns zukommen. Ja, Änderung ist auch eine passiert, an die wir so gar nicht mehr geglaubt haben. Dass die Mutti nochmal sagt, jetzt machen wir doch mal wirklich was anderes. Die Merkel-Raute hat noch ein letztes Mal zugeschlagen und sie hat ein Studienfach für Gründergeist ins Leben gerufen. Mit den Makers of Tomorrow. So in die Richtung. So kurz vor knapp hat sie entschieden, machen wir das auch noch. Vielleicht ist es ihr jetzt einfach egal geworden. Komm, mach. Wie siehst du das? Du bist jetzt, ja, du impressive. Jetzt die europäische Politik. Ja, aber das ist ja jetzt deutsche Politik. Das ja, ich weiß, kennst ich weiß. Du aber ja vielleicht sogar besser als ich. Nein, ja, ich weiß ich nicht, aber nachdem du Frankreich jetzt auch gut kennst, das europäische Parkett perfekt beherrscht. nein, also ich finde das sehr gut. Es ist ein kostenloses Online-Fach, was mit führenden Gründerinnen und Gründern aus ganz Deutschland gestartet wurde, wo die auch wirklich ihre eigenen Erfahrungen teilen. Das ist sehr praxisnah und ist wirklich als Chefsache initiiert worden. Also bei dem Launch war auch wirklich die Angie dabei und das ist schon etwas, was ich mir einfach auch für Österreich mehr wünschen würde. Ganz klar. Und ja, wir haben Macron gesehen, der in Frankreich das jetzt angestoßen hat. Wir sehen das auch in Deutschland, wo das lange für Merkel nicht wirklich ein Heimspiel war und sage ich mal, durchaus man sehr wenig von ihr auch gehört hat in diese Richtung, sie jetzt ganz bewusst auch Zeichen setzt, ganz bewusst auch im Education-Bereich. Und ja, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, von Sebastian Kurz haben wir zum Thema Startups schon sehr lange nichts mehr gehört. Das passiert schon einiges im Hintergrund, aber dass er sich jetzt hinstellt und das Thema vor den Vorhang holt, das wäre schon wünschenswert, auch vom österreichischen Bundeskanzler. Und ich hoffe, dass man sich da auch ein Beispiel nimmt an den vielen anderen europäischen Ländern, wo das jetzt ganz bewusst auch Chefsache geworden ist. Ja, es ist in Wahrheit alternativlos, wenn man so möchte.
Es ist wie bei jedem großen Unternehmen, wenn der CEO nicht sagt, wenn die CEO nicht sagt, das machen wir, dann ist das auch gar nicht mal so erfolgsversprechend. Und wir haben ja mit ihm, glaube ich, jemanden, der grundsätzlich das Thema gut versteht. Ich meine, 2015 waren wir mit einer Delegation mit ihm im Silicon Valley, der versteht das, der kennt das. Ich hoffe, es kommt bald. Es wäre sehr zielführend, weil jetzt haben wir auch noch sehr viele Möglichkeiten. Es wäre spannend. Aber stimmt, er gibt sich dann auch immer sehr bedeckt. Gibt es natürlich andere, wie als wir unseren wunderbaren Podcast mit Harald Mara hatten, der natürlich ganz klar sagt, ja, Thema verstanden, machen wir, los geht's. Man darf gespannt sein. Ich finde, was da auch wirklich man sich abschauen kann von Makers of Tomorrow, also diesem deutschen Programm, das ist jetzt nicht nur so eine Show an bekannten Gesichtern der Startups sind. Da haben sie sich, glaube ich, auch wirklich was überlegt, wer da dahinter steht. Da ist zum Beispiel die Margit Wennmacher dabei, die jetzt in der deutschen Szene eigentlich überhaupt nicht präsent ist, weil sie halt bei Andreessen Horowitz für die ganzen Medienagenten zuständig ist. Aber es ist so eine unfassbar spannende Perspektive, die da reinkommt. Ja, ich kenne sie. Da jetzt ich habe sie mal kennengelernt. Wirklich? Okay. Ja, ich habe sie mal sehr kennengelernt cool. Vor ein paar Jahren bei einer Veranstaltung. Wahnsinnig smarte Frau. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Wahnsinnig smarte Frau. Und auf eine gewisse Art auch relativ bescheiden. Und ich konnte, auch wie man auf Englisch sagt, I could not get my head around, dass sie bei Andreessen Horowitz so einer der 4, 5 federführenden Personen ist, neben den anderen beiden. Und man sie in Deutschland so gut wie nicht kennt. Und das ist jemand, die müsste man feiern rauf und runter. Genau. Und ich wusste nicht, dass sie dort involviert ist. Da haben sie die richtige Person reingeholt. Weltklasse Person. Weil du könntest es ja auch einfach machen und sagen, ja, okay, wir holen Höhle der Löwen, die üblichen Verdächtigen rein, die sollen halt ein bisschen quatschen, kennen eh alle, also das wird auch sicher Leute anziehen. Na, es steckt mehr Denke dahinter. Und das finde ich, ist ein sehr positiver Aspekt. Ein gutes Beispiel. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, das kann man machen. Das muss man machen. Und ich glaube, dass wir da natürlich auch mit unserem Schulskikurs für Entrepreneurship mal so auf einer anderen Ebene vorgelegt haben, was man machen kann. Und wenn das natürlich dann sehr breit gedacht wird, dann ist es gut. Ich habe im Übrigen letzte Woche das erste Mal wieder auf einer Bühne gesprochen, was sehr schön war. Ich habe eine Veranstaltung nicht nur moderieren dürfen, sondern auch eine Keynote dort halten können. Und da war eben auch neben dem Minister Koch und der Elli Köstinger, auch der Harald Mara zugegen und auch Sebastian Kurz. Und ich habe auch den Schulskikurs für Entrepreneurship in meine Keynote eingebaut. Weil das ist eine Chance, die man haben muss, genau wie unser von uns so oft gefeiertes und viel zelebriertes Moonshot-Thinking. Ja, er weiß davon. Und ich wäre überrascht, wenn der nicht auch darüber grübelt. So, gut so, machen wir weiter. Aber übrigens wieder lustig, auf einer echten Bühne zu stehen. Das ist unglaublich cool, nach 17 Monaten. Anders. Das ist schon anders, als wenn man einfach eine Kamera reinplaudert. Und lustig, wie gewisse Kleinigkeiten wieder Sachen sind, über die man nachdenken muss. Wie zum Beispiel, wo stellt man das Wasser hin, wenn man auf einer Bühne ist, wo kein Stehtisch ist. Und das waren einfach so Kleinigkeiten. Dann haben sie mir ein Podest hingestellt und ich habe nie drüber nachgedacht, weil bis jetzt jeder Podest war einfach gut. Ich habe mein Notebook draufgestellt, lass mich verkabeln und plötzlich höre ich ein Rutschgeräusch und mein Notebook ist dort runtergerutscht. Boom, auf dem Boden. Nie drüber nachgedacht. Ja. Und dann so Kleinigkeiten, die einfach nach 17 Monaten nichts sind, worüber man nachdenkt. Wo gehe ich von der Bühne rauf und runter, wenn es nicht der Hauptaufgang ist? Bla, bla, bla. Sensationell. Es hat sich großartig angefühlt. Aber es ist gefühlte Ewigkeit her. Ich hatte eine sehr ähnliche, also wir hatten ja am Freitag hatten wir unseren ELP Touchdown. Mhm. Also quasi der zweite Jahrgang aus dem ELP ist jetzt fertig geworden und hat da präsentiert die Pläne, die sie vorhaben, was wirklich sensationell war. Also ich war ziemlich baff und war sehr stolz auch aufs Team und die Fellows, weil das kann sich jetzt echt sehen lassen. Sehr cool. Aber ich habe dort auch am Anfang kurz gesprochen und ich war so planlos. Ich habe natürlich einfach mal angefangen zu sprechen, als mir aufgefallen, okay, ich habe ja keinen Klicker dabei, wo ist der Klicker? Und so. Also es war so richtig all das nicht mehr gewohnt, was auf einer Bühne halt auch essentiell ist und du merkst, wie du halt so gewisse Automatismen verlierst, wenn du es ein Jahr lang nicht machst. Das ist nee, so. Vollkommen. Also vollkommen richtig. Es sind die kleinen Details. Es sind nicht die großen Details, die kleinen Details. Und natürlich, aber was ich so vermisst habe, war einfach auf einer Bühne stehen und diese Energie spüren. Und du spürst auch, dass das Publikum das jetzt auch wieder braucht. Und du hast einfach wieder dieses Instant-Feedback. Das ist schon richtig gut. Was nicht so richtig gut ist, aber trotzdem gerade passiert, ist, ja, unser orangener Freund hat da scheinbar eine neue Plattform für sich entdeckt.
Twitter sagt, du darfst nicht weitermachen. Also gibt es jetzt einen Klon von Twitter. Ja. Und das Schöne ist, das wird wahrscheinlich so eine Wahnsinns-Echo-Chamber sein, wo sie sich alle erklären, dass die Welt eine Scheibe ist und Covid gab es eh nie und alles war eine Hoax. Dass ohne mich da jetzt großartig mit beschäftigt zu haben, das einfach saugefährlich ist, weil da drin wahrscheinlich einfach der Sud der Gesellschaft sozusagen drin ist und sich gegenseitig anstacheln. Und da wird einfach nur Mist passieren, glaube ich ganz ehrlich. Das ist dein Take. Ja, das hast du schon gut zusammengefasst. Da wird sicher sehr viel Mist passieren. Ist natürlich jetzt auch, ist halt das Problem. In dem Moment, wo man sich positioniert in eine gewisse Richtung als Unternehmen, schaffst du natürlich Raum für ein Unternehmen, das sich in die andere Richtung positioniert. Und wie du richtig sagst, entstehen so ganz natürlich auch diese Echo Chambers und Getter, wie es heißt. Ist natürlich ganz bewusst auch von Trump gepusht worden, damit er wieder sein Sprachrohr hat. Das hat ihn schon massiv in seinem Einfluss beschnitten in den letzten Monaten, dass das halt nicht mehr ging. Und da hat er halt jetzt innerhalb von ein paar Tagen 100.000 Follower, oder mehr als 100.000 Follower, ich schätze es wird mittlerweile schon wieder mehr sein, und postet da halt seine Brandreden. Und das Ganze ist halt ein Klon von Twitter. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich sogar derzeit viel von Twitter-Inhalten rüber kopiert, beziehungsweise mit einer API wahrscheinlich irgendwie reingeholt, damit da auch genug passiert schon jetzt in der Early Stage. Und dann, ja, manchmal ist es zum Beispiel, ein Beitrag kann maximal 777 Zeichen haben. 777? Yes. Oh Gott. Yes. Ein sehr interessanter Zugang, aber ja, ist durchaus bedenkenswert, glaube ich, was da passiert. Jetzt stell dir vor, du startest bei so einem kleinen Startup und die haben lauter gute Ideen und plötzlich sagt dir der CEO bei einer großen Rede, wir werden jetzt einen neuen Fokus finden. Wir werden Trumpists. Das ist der Moment, wo du überlegst, vielleicht sollte ich meinen Job mir nochmal überlegen. Ja, und das Interessante ist tatsächlich jetzt, und das hat nichts mit Trump zu tun, oder vielleicht auch doch, aber nichts mit dem Startup zu tun. Also lasst euch jetzt nicht in die Irre leiten durch dieses Framing, das ich da gerade gemacht habe. Übrigens ein super spannendes Thema. Lest einfach ein bisschen über das Thema Framing. Es ist Weltklasse, wenn man sich damit beschäftigt, wie man durch Framing simpelste Dinge bezwecken kann. Wir wollen über Fachkräftemängel sprechen und zeitgleich das große Kündigen. Und da gibt es eine Job-Website namens Monster. Und Monster sagt, dass zurzeit 95% der Arbeiter und Arbeiterinnen einer Studie, die sie durchgeführt haben, zurzeit zumindest darüber nachdenken, ihren Job zu ändern. Und 92% wären ganz dankbar, die Industrie zu wechseln, wenn sie die richtige neue Industrie finden. Das ist jetzt natürlich weder repräsentativ noch irgendwas, heißt aber auch, dass jetzt gerade eine Phase ist, wo Leute jetzt einfach sich auch die Frage stellen, bin ich glücklich oder nicht? Ist mein Job das, was ich will oder nicht? Ja. Spannend. Ja, also ich kriege das ganz stark mit in meinen Gesprächen jetzt auch mit Leuten, die unternehmerisch tätig sind, dass viele wirklich strugglen, gerade Leute zu finden, besonders in den Serviceindustrien. Also in Gastro und Hotel haben extrem damit zu kämpfen, dass viele ihrer ehemaligen Mitarbeiter beziehungsweise ja, viele auch teilweise aktive Mitarbeiter ganz bewusst den Plan haben, dass sie aus dieser Industrie raus wollen. Und manche es eben auch schon gemacht haben und jetzt die Corona-Krise auch genutzt haben, um sich umschulen zu lassen. Und das hat natürlich ganz, ganz interessante langfristige Implikationen auch. Also die leiden jetzt alle massiv darunter. Gleichzeitig kann es natürlich auch wirtschaftlich spannend sein, wenn diese Leute breiter aufgestellt sind. Insofern glaube ich, ist es eine sehr spannende Entwicklung, die sich da auch gesamtwirtschaftlich abzeichnet. Wie du richtig gesagt hast, Monster, man muss sagen, das ist eine Job-Webseite, die
ja, wahrscheinlich auch spezifisch, ich weiß jetzt nicht, wie die Studie durchgeführt wurde, aber es treiben sich halt schon auf Job-Webseiten auch am ersten Leute rum, die sich vielleicht nach neuen Jobs umsuchen oder umschauen. Also muss man, glaube ich, mit einer Prise Salz auch nehmen, aber gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass für viele das halt auch einfach ausgelöst hat, ein generelles Umdenken und ein, okay, sich hinterfragen, den Job hinterfragen. Und das merkt man, glaube ich, sehr stark. Besonders, wenn es in Richtung Back to Office geht. Let's see. Ja, ich denke, es ist genau das Thema. Vor allen Dingen aber auch Leute, die sich jetzt vielleicht bedroht gefühlt haben oder neue Bequemlichkeiten kennengelernt haben oder wie auch immer. Ich meine, Servicekräfte werden jetzt nach 16 Monaten sich denken, vielleicht doch nicht der sichere Job, den ich mir immer gedacht habe, wo ich egal wo auf der Welt bin, immer irgendwie Arbeit finde, sondern plötzlich ein sehr unsicherer Job mit wenig Sicherheiten. Zeitgleich Leute, die im Homeoffice sitzen, das extrem angenehm finden und plötzlich sagen, ach komm, ich gehe doch jetzt nicht wieder 9-to-5 zurück ins Office und zieh Hosen an, sondern ich möchte das eigentlich auch nicht. Das ist klar, das ist spannend. Ist natürlich ein spannendes Zeichen, aber auch, dass zumindest in den Köpfen die Pandemie Schritt für Schritt vorbeigeht, dass sie quasi sich auch trauen, wieder über neue Anfänge nachzudenken, die Sicherheitsdenken aufhört und sie sagen, okay, ich denke jetzt drüber nach, was Neues zu machen. Ist interesting. Natürlich bei Delta. Punkt. Ja klar, aber auch natürlich auch bei Delta-Varianten und Co. merkt man auch, dass diese Sicherheitsdenken und das neue Freiheit, man muss aufpassen, dass da nicht halt plötzlich dann wieder die neue Ladung kommt, dann im Herbst. Bei mir fällt halt schon auf, dass Leute sich dann teilweise schon sehr, sehr, sehr sicher fühlen und wie die Kollegen und Kolleginnen von der FPÖ uns gezeigt haben, vielleicht ist das dann doch nicht alles so ganz sicher, Stichwort Urausschuss, dass da dann einer dann doch eine Infektion hat und dann plötzlich mehrere Leute ansteckt. Das kann sehr schnell gehen. Ich habe in meinem Freundeskreis jetzt 4 Leute, die eine Infektion haben und 3 von denen sind doppelt geimpft. Also das ist schon... Man muss natürlich da immer sagen, wenn du doppelt geimpft bist, dann ist natürlich die Infektion wesentlich unwahrscheinlicher und die Wahrscheinlichkeit von einer schweren Krankheit und einem tödlichen Verlauf so unendlich niedriger. Ja. Wir wissen ja auch, dass Analysten gesagt haben, wahrscheinlich wird Covid bleiben und einfach irgendwann immer weniger tödlich werden. Das ist vielleicht auch das, was wir so langsam sehen. Dennoch ist es aber so, dass sich die Leute halt schon dieses Stück zu entspannt fühlen. Man muss einfach noch ein bisschen aufpassen, dass wir diesen Herbst nicht verschlafen. Das wäre schlimm und da würde ich dann mir sehr hoffen, dass doch ein bisschen der australische oder neuseeländische Weg gewählt wird, wenn dann irgendwo etwas ausbricht, dass man wirklich rigoros und konsequent kurz dicht macht. Und nicht es wieder auf Zahlen hochschlabbern lässt, wo es dann wieder nur ganz dramatisch ist. Weil so richtig auf Lockdowns und Co., da habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr. Muss ich so ganz ehrlich sagen. Es wird spannend. Mhm. Also ich hoffe mal, dass das passt. Ja, Sam Altman, das ist natürlich auch jemand, wenn man weiß, wer der Mann ist, und ich denke, viele von unseren Zuhörern und Zuhörern wissen, wer der Mann ist, seines Zeichens, er ist der Y-Combinator-Guru. Sam ist der Mann, der den Y-Combinator übernommen hat und nochmal zu neuen Größen und neuen Sphären geführt hat. Der möchte jetzt jedem Menschen Geld schicken mit WorldCoin. That's interesting. Was hat Sam da denn jetzt vor? Ja, es ist eine neue Kryptowährung, wo allerlei Größen an Investoren auch investiert sind. Wie Andreessen Horowitz zum Beispiel. Genau. Und auch der LinkedIn-Gründer, der Reid Hoffman, ist zum Beispiel dabei. Auch Coinbase per se hat investiert. Die Idee ist quasi, dass man tatsächlich allen Menschen auf der Welt in irgendeiner Form ein bisschen Geld zukommen lassen kann, ohne dass das von den politischen Entscheidungsträgern kontrolliert werden kann. Also durchaus auch so ein bisschen der Basic Income-Gedanke, durchaus auch so der Gedanke, wie man Menschen empowern kann in Diktaturen und Systemen, wo sie halt auch bewusst unterdrückt werden. Spannend ist, ich fand immer bei Bitcoin so einen Punkt, ja, der eigentlich für mich gegen den ideologischen Background gesprochen hat, nämlich diese Dezentralisierung und das nicht-zentralistische, war das halt eigentlich der Bitcoin
relativ stark schon auch auf bestimmte Accounts fokussiert ist. Also dass da schon eine Dominanz von einigen wenigen Playern haben, die dadurch natürlich auch sehr stark den Markt manipulieren und dominieren können. Und das wäre natürlich ein Weg, wenn man eine Kryptowährung schafft, wo man sagt, okay, jeder bekommt am Anfang, jeder Mensch auf dieser Welt bekommt am Anfang einmal ein bisschen einen Startpunkt, dann könnte das vielleicht auch ein bisschen entkräftet werden. Und sie wollen das machen über LiDAR-Scanner, also dass du quasi durch einen Augenscan dieses Geld oder diese Kryptowährung einen Zugriff bekommen kannst. Ist aber auch ein bisschen wild, oder? Ja, mega wild. Also ja, ein ganzer Haufen Krypto-Billionaires und Silicon Valley-Investors kommen zusammen und sagen, wir schenken dir Geld. Alles, was du machen musst, ist ein Iris-Scan. Immer mit dir rumtragen, ein Iris-Scanner. Und man sagt, hey, okay, ist geil, hat sicher nichts Böses im Schilde. Manchmal ist das schon so ein bisschen durchgedreht, oder? Aber trotzdem spannend. Ich sage immer, wenn ich Universal Basic Income höre, es gibt dann die amerikanische Perspektive und die europäische, meiner Meinung nach. Das ist ein ganz eigenes Thema, ganz eigener Deep Dive, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wildes Thema. Trotzdem, Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Reid Hoffman, Sam Altman und ein Iris-Scanner. I mean, what could go wrong? Daniel, würdest du diese Währung in Anspruch nehmen? Natürlich. Natürlich, her damit. Nein, ich würde es tatsächlich ausprobieren und ich wäre tatsächlich sehr neugierig. Ja, ich habe halt nur manchmal das Gefühl, dass dann ein Haufen Herren, die sehr weit weg sind von der Realität, Produkte bauen, die sehr weit weg von der Realität sind. Und mir fehlt da manchmal die ideologische Heterogenität für globale Produkte, wenn ich es mal so nennen darf, die sie für sich beanspruchen und die sie eigentlich nur durch Geld und Reichweite erzeugen. Und ich weiß nicht, ob sie nicht einfach schon zu weit weg sind vom Kern und dann wieder etwas bauen, was eine kleine Elite verwendet und feiert. Das wird keine Lösung sein. Das wird einfach wieder so ein Ding sein, dass sie hochziehen, Kohle mitmachen, Daten sammeln, Intelligence verkaufen. Ja. Ist meine etwas nüchterne These dazu. I'm happy to be standard corrected. Ich wäre überrascht, wenn es nichts anderes ist. Also ich meine, ich glaube, man muss schon auch vorsichtig sein, quasi nicht diesen Pioniergeist und dieses Visionäre quasi zu killen. Andererseits hast du natürlich einen guten Punkt, dass ja, ist sicher auch die Schwäche der Philanthropie, dass am Ende der Bezug zu den wahren Problemen, der Bezug zur Realität der Masse natürlich nur bedingt gegeben ist. Und wenn man das überbrücken kann, wenn man das ändern kann, ist sicher auch eine sehr spannende Herausforderung, glaube ich. Weil per se, glaube ich, dass prinzipiell kann man schon die These wagen, dass vielleicht effizienztechnisch sowas besser funktionieren könnte als die Mühlen der Bürokratie. Stimmt. Hat aber ganz andere Schwächen natürlich. Und wo sind wir als Europäer wieder dabei? Ah ja, richtig. Wir haben es wieder mal verschlafen. Es gibt da allerdings jemanden, den wir an dieser Stelle nennen müssen, der so absolut gar nichts verschlafen hat. Und ich glaube, für den müssen wir mal einen eigenen Deep Dive machen und schauen, wen wir da spannend finden, um mit diesen Personen darüber zu reden. Es gibt Leute, die sagen, weißt du, wenn ich im Leben richtig erreicht habe, dann kaufe ich mir einen Bugatti. Es gibt aber jemanden, der sagt, scheiß drauf, ich kaufe mir nicht einen Bugatti, ich kaufe mir Bugatti. Und das ist für mich eigentlich einer der großartigsten Entrepreneurs von Europa. Das ist Marta Rimac, den ich selber 2012 beim Pioneers Festival kennenlernen durfte. Im Prinzip ein junger Mann, der ganz viele Sprachen spricht, extrem nett ist, motorsportaffin und einen grünen BMW E30 umgebaut hat mit einem Elektromotor. Und so 10 Jahre später macht er den Mega-Deal mit Porsche und Bugatti und Rimac und führt diese drei Unternehmen zusammen mit Hyundai noch im Hintergrund. Es ist extrem beeindruckend.
Dazu weiß ich noch, dass er schon seit Jahren Technologie-Provider ist für ganz, ganz, ganz viele große Unternehmen mit dem, was er dort geschaffen hat. Das mitten in Kroatien, das nicht irgendwo im Valley oder wo auch immer. Zeitgleich ist er glühende Europäer, der sich auch immer sehr bemüht hat, auch speziell Kroatien zu positionieren. Als Covid losging und das Remote-Worken losging, hat er auf eigene Kosten ein großartiges Video produziert und gesagt, hey, you can work from anywhere, why not from Croatia? Der Mann ist Mitte 30, ist absolut grandios smart und grandios clever. Und er wird immer wieder als der kroatische Elon Musk bezeichnet. Ich finde ihn aber besser. Ich finde ihn aber deutlich besser, denn Elon ist halt total durch und Elon ist meines Erachtens jemand, der mit der Welt spielt. Und Mate ist meines Erachtens jemand, der die Welt bereichert. Das ist so ein bisschen so meine Perspektive. Machen wir mal einen eigenen Deep Dive über den, aber was für ein Vielleicht Typ. Vielleicht mag er ja vorbeischauen. Ja, können wir probieren. Deep Dive. Ja, können wir probieren. Der Typ ist cool. 33 ist er. Und sein Auto hat beinahe einen der drei Top Gear Präsentatoren vor Jahren umgebracht. Ja, gut. Ist auch eine Leistung. Ist auch eine Leistung. Ich durfte mal fast mit dem mitfahren, aber es war dann so, möchtest du in dem Königsegg mitfahren oder in dem Rimac? Und der Königsegg war damals halt ein V8 mit 1100 PS und Christian von Königsegg ist gefahren mit einer Einscheibenkupplung. Und ja, ich habe mich dann für den, der klang auch so, als wäre der Gott des Donners höchstpersönlich stinksauer. Ist geil. Werde ich nie vergessen. Und das Schöne war, Christian von Königsegg ist ein etwas beleibterer Herr, großartiger Typ. Und das Schöne war, die beiden zu sehen, wie sie gesprochen haben. Daraus ist dann auch tatsächlich eine Partnerschaft entstanden. Aber ich werde nie vergessen, wie ich auf der Hauptgeraden, sozusagen der Gegengeraden in Spielberg, wo es so bergauf geht, neben ihm sitze in diesem unglaublichen Königsegg CCXR. Und man sieht, wie er durch die Gänge schaltet und durch die Einscheibenkupplung ist das ein sehr abrupter Gangwechsel. Und jedes Mal hast du die gesamte Masse von diesem Herrn gesehen, wie sie beschleunigt und decelerated und accelerated wurde. Jedes Mal so ein Ruck und jedes Mal so ein bisschen die Pölsterchen mitgeschwappert sind. Und ich war so hin und weg, ich habe ihn gleich gefragt, ob er mich adoptieren könnte. Hat er sehr charmant abgelehnt. Wahnsinn. What a day. So was musste ich einmal kurz erwähnen. Fragen wir Mate Rimac. Der ist so nett. Vielleicht Gut, kommt er doch in unserem Podcast. Der ist unser Rockstar des Jahrhunderts. Ist er nicht, aber trotzdem cool. Ja, und ich meine, viele, viele Themen, über die wir noch sprechen könnten. Aber es ist eine Überschrift, die mich noch ein bisschen beschäftigt. US-Städte testen Sonnencreme für Asphalt. Ja. Das ist Jupp. Doch mal keine schlechte Idee, oder? Ja, ich stelle mir jetzt gerade so ein paar Texaner vor, die gerade so einen Asphalt einreiben. Ich nehme an, es ist längst was anderes. Denn es geht ja tatsächlich darum zu sagen, Asphalt heizt sich auf. Wenn sich Asphalt aufheizt, gibt er Wärme ab. Wenn er Wärme abgibt, erhitzt er Städte. Natürlich so eine riesenschwarze Oberfläche, die sich über die ganze Welt zieht, ist dann natürlich nicht ganz optimal. Und es ist ein Versuch, tatsächlich diese Oberflächen abzukühlen. Ja, ich glaube, die meisten werden die Twitter-Posts kennen oder die Infografiken, wo du halt siehst, wie in derselben Stadt Temperaturen in einer Straße mit vielen Bäumen sind und wie es halt auf so einer klassischen kargen Asphaltwüste dann halt 50 plus Grad bekommt, während es im Grünen angenehme 25 hat. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, okay, das Zukunftsorientierte wäre halt, die Städte anders zu bauen. Und ich glaube, dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Seestadt oder so anschaut, dann gibt es da auch noch Potenzial. Da ist derzeit auch sehr viel Asphalt. Aber gleichzeitig wird man halt auch einiges korrigieren müssen, um hier auch generell Städte lebenswert zu halten in Zeiten der globalen Erwärmung. Und da kann natürlich Technologie auch helfen. Und wenn man den Asphalt so bearbeiten kann, dass er ein bisschen weniger Hitze aufnimmt, ein bisschen weniger Hitze auch reflektiert vielleicht, dann glaube ich, kann das helfen. Sollte natürlich umweltverträglich sein. Das Ganze ist erst in der Testphase, wird jetzt in ein paar Städten auch ausprobiert, in Amerika und in Kanada. Aber prinzipiell in so heißen Tagen wie diese, ich glaube, morgen soll es 38 Grad bekommen, ist das durchaus spannend, was sich da tut. Food for thought, was ich immer so spannend finde, ist Wärme, ist Energie. Ich freue mich drauf, wenn es vielleicht auch sinnvolle Oberflächen gibt, die einfach aus dieser Wärme Energie erzeugen. Denn die Energie ist immens und die Oberfläche, die dort brach liegt und ungenutzt liegt, die Wärme sammelt und diese Wärme wieder abgibt, ist immens.
Und wenn wir natürlich an eine Elektrifizierung denken, wie gesagt, ich weiß, es gibt da viele Konzepte, aber es ist im Prinzip, als würden wir dort Kohleöfen befeuern, ohne dass sie irgendwo hingehen. Wenn man so möchte, Feuer, die brennen, die nirgendwo landen, das ist fein. Und das bringt mich zu einer Ehrennennung, die ich noch kurz erwähnen möchte. Das habe ich noch gar nicht mit dir abgesprochen, Markus. Markus denkt sich, oh Gott, jetzt hat er schon wieder was Neues, jetzt sind wir eh schon so lange drüber. Und zwar ist es eine Honorable Mention für einen Tweet, der mich sehr zum Lachen gebracht hat. Von einem gewissen der Herr Martin, Renma 1968, und da schreibt: Stell dir vor, dein Boot brennt ab und es ist nur dein zweitgeschissenster Urlaub. Hashtag Strache, Hashtag Ibiza. Das fand ich einfach Weltklasse, wenn wir über brennenden Asphalt reden. Strache macht Urlaub und sein Boot brennt ab und es ist nur sein zweitgeschissenster Urlaub. Was für ein Weltklasse-Tweet. Musste ich nur an dieser Stelle erwähnen, das ist der Tweet der Woche, der einmalig vergeben wurde. Vom Future Weekly. Das ist geil. Ah, das machen wir. Mach mal. Nach der Sommerpause werden wir Future Weekly inhaltlich noch einmal neu gestalten und dann gibt es dann einen Tweet der Woche. Das schreibe ich mir jetzt gleich auf. Finde ich gut. Das ist eine sehr gute Idee. Und im Übrigen, Markus hat es gerade erwähnt, wir diskutieren gerade über eine Sommerpause und vor allen Dingen wollen wir auch von euch lernen, was sind Dinge, die euch noch gefallen würden? Was sind Dinge, die wir verbessern können? Was sind Dinge, die wir neu denken können? podcast@austrianstartups.com, immer her damit, denn heute ist Podcast Nummer 107 und wer rastet, der rostet und wir wollen uns immer neu erfinden. Das machen wir gerne. Wir wollen euch helfen, euch neu zu erfinden, deswegen geben wir euch immer die News der Woche. Nee, Spaß, aber schickt uns eine Mail, freuen wir uns. Und ich würde sagen, Markus, an der Stelle, das waren lange News, aber es gab viel zu besprechen. Und gehen wir weiter zum Rockstar, oder? Gehen wir weiter zum Rockstar. Gut. Und der Rockstar der Woche ist ja so einer von denen, die waren dann mal da und haben immer wieder gearbeitet an etwas und haben gesagt, das wird mal groß, das wird mal wichtig, das wird mal richtig wichtig, das wird mal verdammt wichtig, du bist zu spät, du bist am Arsch. und auch jemand, der das Konzept versteht, dass im Goldrausch in Wahrheit nicht immer nur die, die nach Gold suchen, sinnvoll sind und Geld verdienen, sondern vielleicht auch die, die die Spitzhacken verkaufen. Und der ist jemand, der ja im weitesten Sinne die Spitzhacken verkauft oder in Wahrheit sich vielleicht viel mehr damit beschäftigt, wie wir nicht mit einem Fuß im Knast landen und sich mit diesem doch sehr unsexy Thema der Besteuerung von Krypto beschäftigt. Und wir sprechen von wem, lieber Markus? Wir sprechen von Florian Wimmer, dem Gründer und CEO von Blockpit. Eben einem Startup, wie du schon richtig gesagt hast, die sich ganz spezifisch auch diesem Feld der Kryptobesteuerung widmen und da smarte Lösungen entwickeln und auch schon am Markt haben. Und was ich da halt auch sehr spannend finde, ist, das ist halt so ein Feld, das ist jetzt nicht wirklich sexy. Also mit Besteuerung sich beschäftigen, ich glaube, das ist halt etwas, was viele Leute als notwendiges Übel sehen. Und wo aber genau darin dann oft auch eine echte Opportunity liegt. Das ist ein unglaublich komplexes, anstrengendes Feld mit unglaublich viel Grauzonen, wo unklar ist noch. Und genau da, das ist aber auch, das sind die Felder, wo es halt Innovation braucht, wo es auch sag ich mal, Kreativität braucht und auch Leute, die sich dem widmen und Leute, die da sehr viel Arbeit über Jahre hinweg reinstecken. Und das ist umso schöner, wenn sich das dann auszahlt, weil Blockbit hat jetzt gerade announced, dass sie ihre Series E-Runde abgeschlossen haben mit 10 Millionen Dollar schweren Investments und dazu kann man ihnen nur gratulieren. Ganz, ganz, ganz stark, richtig verdient, sehr früh auf ein Thema gesetzt und wie du sagst, Markus, ein Thema, das noch extrem unsicher ist. Sie haben es schon sehr convenient umgesetzt, sie haben auch eine großartige Kollaboration mit Bitpanda meines Erachtens und ein Thema, das nur größer werden wird. Fun Fact ist, wie ist denn ein Liquid Swap steuerlich zu sehen? Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, Florian vielleicht schon und das ist natürlich schon ganz gut, dass man da nicht einfach Mist macht. In dem Sinne, da war heute richtig viel dabei. Bin sehr gespannt. Hast du eigentlich schon mal Windeln gewechselt? Ich schätze, ich werde damals bei meiner kleinen Schwester Windeln gewechselt haben. Ja, doch. Das ist ein interessantes Erlebnis. Ich lerne jeden Tag so viel Neues dazu.
Ein spannendes Unterfangen. Sehr spannendes Unterfangen. Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass Baby-Tech etwas ist, was zunehmend kommt. Denn eins habe ich auch gelernt in den ersten zwei Wochen, da ist echt viel Blindflug dabei. Viel, was man einfach lernt. Und das ist, glaube ich, auch ein Markt, der sich einfach entwickeln wird. Baby-Tech, um zu lernen, was geht denn da in dem Kleinen vor sich, in der Kleinen, um dann auch mehr Sicherheit zu haben. Ganz eigenes Thema, ganz eigene Welt. Ich würde sagen, wir kommen langsam in großen Schritten dem Ende entgegen. Und wir freuen uns, dass du zuhörst. Und wie Markus schon angedeutet hat, am Sonntag wird es richtig spannend. Wir würden dir empfehlen, dir vielleicht ein gutes Brot zurechtzulegen, denn wir reden über Ölfall. Du wirst sicher Hunger dabei kriegen. Es wird handfest, es wird bissfest. Und es wird, habe ich vergessen, toll. Ich konnte das nicht versteigen. Handfest, bissfest. Und noch ein drittes Wort. Das Brot der Zukunft. Und das Brot der Zukunft. Dankeschön, Markus. In dem Sinne, take care. Stay safe und wir hören uns am Sonntag.